Eine Borderline-Störung ist eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, betrifft vor allem das weibliche Geschlecht, Beginn der Erkrankung, späte Jugend, frühes Erwachsenenalter. Charakteristisch ist eine Instabilität in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Zu nennen sind hier unter anderem Beziehungen mit oft intensiven, aber instabilen Beziehungsmustern und oftmals selbstverletzendes Verhalten zur Spannungsregulation bei ansonsten kaum anders handelbaren Anspannungszuständen. Wir haben heutzutage verschiedene Therapieoptionen, die wirksam sind. Zu nennen sind hier die dialektisch-behaviorale Therapie, die übertragungsfokussierte Therapie, die Schematherapie und die mentalisierungsbasierte Therapie.